Hallo Leute, ja, unsere Route, Linie hier mit der ersten Zuglinie, die fährt jetzt. Wir wollen mal gerade noch schauen, ob der, wenn er hier ankommt, auch gleich wieder weiterfährt. Ich glaube ja, oder? Also, wir müssen hier reingucken, um zu sehen. Limbach, na, er weiß nicht, ob der sofort fährt. Ich glaube nicht, ne? Na, es sind jetzt nicht genug da. Naja, da müssen wir mal gucken, wo die alle bleiben. Und ich glaube, wir müssen jetzt überlegen, dass wir hier. Hier sind nämlich die Passagiere bei Fürstenwalde. Und hier stehen die auch mit Fürstenwalde. Und wahrscheinlich müssen wir die Linie verlängern. Aber Fürstenwalde ist bestimmt jetzt nicht hier, sondern irgendwo auf einem anderen Festland, oder? Ah, nee, warte, hier steht Fürstenwalde. Aber wo ist Fürstenwalde? Walde. Was direkt daneben ist doch ein Örtchen oder was? Ich dachte, das wäre nur Bahnhof. Nee, Fürstenwalde ist daneben. Okay, da müssen wir gucken, dass wir da noch die Bahn hinmachen. Schaut das Logo und dann verlängern wahrscheinlich den Zug schon. So, das bedeutet, wir müssen da hier schon hin. Warte mal, wir können hier gerade mal schnell reingucken. Und an Mainfällen sind da ja auch schon 18. Und da wollen dann auch noch mehr weiter. Ja. Und hier, wenn du hier jetzt reinguckst, dann siehst du noch Fürstenwalde. Die wollen ja alle woanders hin, aber alle über Fürstenwalde den Hafen nämlich. Und das würde bedeuten, wir sollten jetzt mal hier ganz schnell noch weitere Gleise legen, damit wir das auch noch hinkriegen, ne? Das bedeutet, wie machen wir es am schlausten? Mit einem Zug, der da immer hin und her fährt, ist es momentan wahrscheinlich noch am schlausten, ne? Ich will es tatsächlich so machen, dass wir hier rauskommen und dann den Bahnhof. Hier so lang haben, ne, oder? Bis dahin, dann wird der Bahnhof da die gleiche Haltestelle sein. Und hier auch, gut. Das ist jetzt hier irgendwie schief gelaufen, oder? Okay, ist nicht schlimm. Mach das noch mal so, aber ist glaube nicht verbunden. Und dann reißen wir noch mal da ab. So sieht's gut aus. Wir brauchen noch einen weiteren Bahnhof. Passagierbahnhof. Was ist das denn jetzt hier? Güterbahnhof. Machen wir das mal so. Können das schließen, gehen hier in die Linie rein. Wir haben nur eine, also muss es die sein. Können das schließen und ändern hier den Fahrplan. Limbach, Leinfelden, Limbach. Dann müssen wir wieder Leinfelden eintragen und danach müssen wir nochmal hier eintragen. Und dann fährt er von Fürstenwalde wieder nach Leinfelden. Ja, das passt. Soweit ist es gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die gerade in diesem Moment alle zusteigen werden. Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst wird der Zug ja jetzt fahren, oder? Die sind jetzt hier alle noch mit der Kutsche unterwegs. Warte mal, lass uns das machen. Fahrplan. Lass uns mal gerade dieses auswählen. Schließen. Dann fährt er da weiter. Hat 21 Passagiere nach Neumarkt jetzt. Nee. Ah, jetzt hat er die Fürstenwalder Leute alle eingestanden. Okay, dann passt's. Okay, der fährt dann und das müsste dann auch passend sein, ne? So, die Kutsche kriegt natürlich jetzt ordentlich was zu arbeiten, aber ich glaube, das sollte dann funktionieren. Das nächste Problem wird aber sein hier, dass die Schifffahrt. Über St. Ingbert, über St. Ingbert, über St. Ingbert. Die Schifffahrt ist jetzt hier gerade eher das Problem. Da sind es 16 drinne und hier stehen wie viel?
27, er käme jetzt an mit 16 abholen, dann würden noch 11 überbleiben und der Zug kommt aber auch. Ich glaube, wir werden jetzt hier auf dieser Linie definitiv noch einen zweites Bötchen noch holen müssen. Warte, St. Ingbert ist hier. Auf der Linie ist doch nur ein Schiff, oder habe ich das schon gemacht? Nein, ne? Fahrzeugdetails. Ne, das ist jetzt hier verkehrt. Da ist es richtig, da Fahrzeugliste, einer nur drauf. Gut. Dann hierhin, das ist schon da. Und okay, das müssen wir wohl wahrscheinlich nochmal starten, so wie ich das gesehen habe, war das noch nicht. Jetzt müssen wir hier St. Ingbert Fürstenwalde nochmal auswählen. Passt, und der startet auch und dann ist alles gut. Und dann müssen wir nur gucken, wo der zuerst hinfährt. St. Ingbert Kasseler Straße, das ist hier, das ist dann wahrscheinlich richtig. Wenn ich jetzt hier reingucke, sehe ich auch wahrscheinlich, dass hier noch nach Fürstenwalde, welche stehen? Erlangen hier in Fürstenwalde stehen natürlich nur 3 Passagiere, okay. Da wird weniger umgesetzt, aber ich glaube, das wird sich am Ende rentieren. Gut, läuft erstmal. Und hier stehen sie ja jetzt wahrscheinlich schon, die alle nach Claudiusstraße wollen, sind 3, 8, 11, 12 und Nummer 3 sind 15, die wollen alle zum Hafen, die 15. Das ist schon wieder ein Schiff voll sozusagen. Und das muss alles noch umgesetzt werden per Kutsche. Ah, das wird werden, denke ich mal. Wie sieht's mit ihm hier aus? Leinfelden, er fand tatsächlich auch noch 6 so rüber, ne? Ach so, weil das liegt daran, dass wir diese Linie hier noch nicht hatten, ne? Das heißt, wir können hier eigentlich bei der Kutsche sagen, aus muss dann, wenn es denn soweit ist, weil da fährt ja jetzt der Zug nebenher, ne? Ja. So, und der hat ja schon reichlich hier 33 Passagiere, das hört sich schon mal gut an. Wie viel stehen hier für Limbach? Gar keine. 21 für Neumarkt, auch sehr cool. Und wie viel stehen jetzt hier für Leinfelden oder Fürstenwalde? Neumarkt 13, der Rest steht für Überlinger Rathaus, das ist da lang, also auch nicht nach hier. Ja, das sieht gerade nicht so doll aus mit dem Zug. Der fährt jetzt auch tatsächlich, glaube ich, durch, ne? Weil wir keine Wartezeit da drin haben, oder doch haben wir da eine Wartezeit drin? Doch, hier haben wir eine Wartezeit drin, ne? Ja, 20%, 20%. Nur am Rathaus haben wir, also fürs in Leinfeld auf dem Rückweg fährt er durch und am Rathaus Fürstenwalde da hinten fährt er auch durch. Das ist wahrscheinlich auch sogar besser so. Schwierig jetzt, ne? Oder auf Zeit setzen. Die Kutsche verschwindet ja irgendwann. Fahrplan. Warte mal, wie war das mit maximale Wartezeit? Ja. Können wir das auch noch machen? Tag, Stunden, Minuten, ne? Machen wir 10 Tage Wartezeit und gucke, was da passiert. Und dann soll er da auch noch fahren. Und 20% in 10 Tagen. Und ich hoffe, dann fährt er. Wir haben den 19. Am 29. müsste es losgehen. Also ich werde jetzt auch mal vorspulen hier, oder? Ah, er fährt schon eher. Hat er jetzt tatsächlich so viele Gäste da drin? Nein, ne? 10. Das wären 12. Nee, er ist wahrscheinlich gefahren wegen, ne? Zeit ist rum. Hier sind es jetzt 3. Erlangen ist wo? Steht Erlangen Rathaus, aber hier gibt es gar kein Erlangen Rathaus. Das ist ja dann über irgendwas und ist ja schon wieder komisch, ne?
Finkenwalde. Wo ist Erlangen? Da ist Erlangen, okay. Das heißt, er sitzt hier rum und das konnte er wohl nicht anzeigen oder sowas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt der Zug jetzt hier gerade reingefahren. Hat jetzt 6 Passagiere. Und wartet wie lange? Passagiere. Okay, wenn da jetzt noch 3 zukommen, dann fährt er sowieso los, ne? Dann kann ich das nicht jetzt davon ausgehen, dass das die Zeit ist, sondern dann sind das die 12 Passagiere, die da drinnen sitzen. Wenn jetzt die Kutsche da ankommt, könnte es schon reichen. Oder? Nee, die hat, glaube ich, keine Passagiere für den Zug gebracht. Jetzt kommt aber die nächste Kutsche, die könnte was für den Zug dabei haben. Schauen wir mal. 10 aber nur, okay. Das heißt, er wartet immer noch. Und jetzt fährt er, aber er hat nicht hier, sondern er fährt, weil die Mindestzeit darum ist. Okay. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt verkehrt, was da läuft, oder? Ich mache hier aber mal 15. Hier gibt es gar keine Beladung. Ups, das war zu viel. Und das hier. Passt. Okay, jetzt gucken wir mal, wie das hier mit der Kutsche ist. Mit dem Zug ist. Wir stehen hier, Fürstenwalde stehen 3, 13. Okay, es sind mehr wie diese 20%. Das heißt, er müsste sofort durchfahren, ne? So, jetzt kommt er an und fährt gleich weiter, oder? Einmal entladen und laden und es wird weitergefahren. Ja, das ist schon mal nicht verkehrt, so wie es jetzt läuft. Macht eigentlich Sinn. Die Kutsche. Ist das die Kutsche noch? Ne, die Kutsche ist schon weg. Gut, vielleicht klappt das so, wie ich es mir vorstelle. Übel haben wir hier. Nach Leinfelden 11. Und über Leinfelden sind es nochmal 9. Das heißt, diese Kutsche hier ist jetzt auch weg. Und deswegen fahren die da hinten lang. Ja, das ist jetzt richtig so. Ja, passt erstmal. Was ist er? Er müsste voll sein, hoffe ich. Ist er auch, sehr gut. Und wir stehen jetzt noch hier. 25. Stehen alle nach St. Ingbert. Das bedeutet, es ist das zweite Schiff ist da wahrscheinlich. Und das ist auch voll. Vielleicht rentiert sich dann noch ein drittes Schiff. Ich glaube, das machen wir auch. Das hier. Lass mal ein bisschen vorspulen, bis das eine weg ist. Wo ist das andere jetzt? Das ist noch da. Das heißt, hier irgendwo lassen wir sie treffen. So, jetzt können wir das starten und dann haben wir so ein bisschen Abstand zwischen den Schiffen. Und dann müssen wir natürlich noch gerade gucken, wo es hinfährt zuerst. Kasseler Straße, das passt. Jetzt steht hier natürlich keiner, oder? Na, Erlangen, Erlangen, Fürstenwalde, einer, zwei. Also nur zwei jetzt da natürlich. Aber trotz alledem lassen wir das so. Hat jetzt zwei tatsächlich, ne?
Und da oben sind aber noch genug. 34. Und ich glaube, die sind alle für die Kasseler St. Ingberter Geschichte, ne? Sieht auf jeden Fall so aus, ja. Weil diese Haltestelle hat ja keine. Hier sind nochmal welche. Das wird werden, das läuft, denke ich. Gut, dann müssen wir weiter überlegen, wie viele stehen jetzt hier. Übelingen. Lückenwalde über Überlingen sind 7, 13 und 14 sind 27. Ja, das ist die Burg, das ist der Dingens. Ist dann die Frage, ob wir hier, ja, wahrscheinlich machen wir einfach hier den Schwung nach Überlingen und weiß nicht, ob wir Lückenwalde dann anschließen, das müssen wir nochmal überlegen. Vielleicht auch nicht. Machen wir aber in der nächsten Folge. Also ich denke, nächste Folge werden wir auf jeden Fall den Zug hier weiter durchziehen bis nach Überlingen und dann schauen wir mal, wie das weiter wird, ob wir noch Lückenwalde annehmen oder nicht. Ich würde erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Kurz nochmal hier auf Warten gehen. Wo stehen die meisten? 58 in Limbach tatsächlich. Alles klar. Bis dann.